sind wir wieder. Hallo zusammen. Nach Kelheim und der Befreiungshalle fahren wir gleich zum nächsten Highlight in der Region. Und das ist die Walhalla bei Donaustauf. Mhm. Und da stehen wir jetzt. Wir sind daher gefahren auf eine Empfehlung von der ProMobil-App, dass hier ein Stellplatz ist. Aber vorgefunden haben wir nur einen Parkplatz, der überhaupt keine Wohnmobil-Stellfläche ausweist. Ja. Das ist also, das nimmt immer mehr überhand, dass bei ProMobil auch diese Park-for-Night-Plätze angeboten werden. Dafür ist eigentlich die App meines Erachtens nicht da. Aber wir haben uns jetzt trotzdem auf den Busparkplatz über Nacht gestellt, weil Busse dürfen ja zurzeit nicht unterwegs sein. Und haben hier auch eine relativ ruhige Nacht verbracht. Ja, die Nacht an sich war ruhig. Gestern Abend, bis ja, die Jugendlichen dann weg waren, die hier gefeiert haben, dann ja, ist es ruhig sehr ruhig geworden. Ja. Also ich konnte sehr gut schlafen. Ja, und jetzt füllt sich der Parkplatz schon langsam mit PKWs. Mhm. Wir bleiben auf der Busspur stehen, weil Reisebusse sind ja eh nicht unterwegs. Und jetzt laufen wir zur Walhalla. Das ist eine Ruhmeshalle. Zeigen wir euch natürlich. Und wir laufen dahin und fahren nicht mit dem Fahrrad hin, weil da, ich habe schon gesehen, viele Stufen sind. Und Kultur erfordert halt auch, dass man mal die Zähne zusammenbeißt. Grüezi! Ja, genau. So machen wir das jetzt. Also, wir laufen jetzt los. Der Virus verfolgt uns überall hin. Weil es dürfen am Tag nur 300 Personen rein, 18 zeitgleich und durchschnittlich braucht man eine halbe Stunde. Man steht dann ein bisschen unter Druck, wieder rauszugehen. Aber wir haben uns alles angeschaut und haben auch viele Persönlichkeiten gesehen und abgelichtet. Jetzt blenden euch ein paar Bilder ein davon. Ich habe mir dann auch das Büchle gekauft, um ein bisschen mich weiter zu informieren. Ja. Sie hat schon wieder geschaut, ja, wie üblich. Ich sage jetzt nichts mehr dazu. Und das habe ich jetzt schon durchgeblättert, was ich nämlich vermisst habe. Die Staufer habe ich gefunden, aber die Hohenzollern habe ich nicht gefunden. Bismarck war auch drinnen. Es ist nämlich so, das habe ich nachgelesen, dass jede Persönlichkeit da rein kann. Man muss nur eine gewisse Zeit lang tot sein.
Und es muss sich jemand finden, der die Büste bezahlt, und dann muss die Regierung da irgendwie noch zustimmen. Aha, also im Prinzip, es kommt also nicht jeder rein. Also im Prinzip könnt ihr auch Ossi und Helle rein. Es müsste sich nur einer bereit erklären, uns vorzuschlagen, bereit sein, die Kosten zu übernehmen. Ja, und dann müsste die bayerische Regierung noch zustimmen. Oh, und das könnte ein Problem werden. Also, soweit, und außerdem geht es erst nach unserem Tod, und da wollen wir gar nicht dran denken. Nein, soweit sind wir noch lange nicht. Aber dieses Gebäude war sehr imposant. Ja, also nicht schlecht, schön, ja. Also die haben da schon. Okay. Also die haben ja früher schon einiges auf die Beine gestellt. Das muss man schon lassen. Ja, das war auch der Ludwig I., der auch die Befreiungshalle gebaut hat. Mhm. Ja, also der hatte wohl einen Hang für solche imposante Baute. Ja, hier im Raum, im Regensburger Raum. Ja. Aber der Mann an Regensburg gefressen. Ist ja auch eine schöne Gegend hier mit der Donau. Ja, es ist wunderschön. Schau mal, jetzt fährt da unten gerade ein Frachtschiff. Mit der anderen kann man da einfangen. Aha, okay, wenn wir noch dazu kommen. Dann machen wir das so. Ja, also wir gehen jetzt weiter, würde ich sagen, gell? Würde ich auch sagen. Also wir sind hier an der Vogelinsel, und zwar vom Altmühlsee. Schön hier, Ossi. Ja, es ist hier sehr toll. Wunderbare Natur. Schauen wir, ob wir Vögel sehen. Ja, also hören tun wir sie ja schon mal. Es ist ein Mürzgeschnatter und Gezwitscher. Und ich glaube, ich höre ganz viel Frösche. Ja, das ist keine Froschinsel, sondern eine Vogelinsel. Vielleicht können wir mal so einen Frosch einfangen. Ich meine, jetzt nicht in die Hand nehmen. So, dann laufen wir mal durch. Dieses Froschkonzert ist natürlich schon enorm. Mal gucken, ob man da irgendwann an den Teich hinkommt, wo man dann so ein paar Exemplare filmen können. Echt schön hier. Man sieht wirklich einen Haufen Wasservögel. Wirklich toll. Gefällt mir gut. Und dahinter hat sogar noch ein paar Rinder. Also quaken tut's. Hört ihr's? Die sind leider so gut hinter dem Schilf versteckt. Wir da sieht man, glaube ich, keine.
Jeder hat schon mal einen Frosch gesehen. Ja, aber es wäre doch jetzt lustig, einen Frosch in voller Action zu sehen. So, ja. Hier ist ganz schön voll. Ja. Hier ist ein Badestrand. Und ganz schön viel Radverkehr natürlich. Und Fußgänger hat es einen Haufen. Wir sind jetzt auf der anderen Seite vom Altmühlsee. Du meinst auf der anderen Seite von unserem Gustl. Richtig. Unser Gustl steht am Surfzentrum. Und wir sind in Altmühlsee heißt das, glaube ich, sogar, gell? Der Ort. Und ja, hier ist ganz schön viel los. Aber es ist schön zum Fahren. Man kann hier gut fahren. Ja. Es sind natürlich jetzt Ferien und wahrscheinlich merkt man das. Obwohl das ist natürlich auch ein bekanntes Urlaubsgebiet. Vermutlich ist hier immer voll. Zu viele Leute hier. Ja. So, überholen wir mal. Aber so am See entlang fahren hat natürlich seinen Reiz. Ja. Und das gefällt den anderen Leuten natürlich auch. Das ist ganz klar. Nicht nur uns. Den haben wir dann umrundet. Ja. Mach mal auf den See raus. Vorsicht vor dir, Fahrrad. Ja. Ein Fischer hat es hier auch. Schau, hier gibt es sehr viele Fische im See, habe ich gelesen. Ja, ist schon schön. Und jetzt fahren wir zurück, denke ich, zum Gustl, oder? Jo. Ja. So, da haben wir schon die Hauptstraße. Da sind wir jetzt am Seeende. Was hier natürlich auch ganz toll ist, fast die ganze Strecke begleitet uns dieses Froschgequake. Nur für aber den gesehen schön, der noch frische kein, Mark. Noch kein einziger habe ich gesehen. So, jetzt fahren wir über die Sperre. Das war jetzt Altmühltalsperre, oder? Ja, eine kleine, die du Brombach. Diese ganze Seenlandschaft ist künstlich und die haben wir den Franz Josef Strauß zu verdanken. Wie ich noch ein junger Mann war, gab es da noch keinen See, da ist nur die Altmühl hier geflossen. Und daran sieht man, wie alt ich bin. So, und eine Fontäne haben wir hier. Vermutlich braucht der See auch ein bisschen Sauerstoff. Wie viele Kilometer sind wir gefahren, Lucy? Knapp 12 bis jetzt. Aha, okay. Und wahrscheinlich haben wir noch so 2-3 Kilometer haben wir noch. Also 15 Kilometer ist dann so eine Runde. Oh ja, ist doch angenehm zum Fahren. Ja, vor allem, weil es sehr schön eben ist. Ja. Vorsicht. Ich bin ja gespannt, wie das Funkmikrofon jetzt aufgenommen hat, weil ich denke, das ist ein ganz schöner Wind. Und da bin ich jetzt echt gespannt, wie das vom Ton rüberkommt. Dieses Mikrofon haben wir jetzt das erste Mal so richtig im Einsatz und mal schauen, ob das auch richtig funktioniert. Ob sich das gelohnt hat und wenn es gut rüberkommt, dann verlinken wir euch das Mikrofon unten in der Infozeile.
Grüezi. Jawohl, so machen wir es. Jetzt müssen wir geradeaus, ja. Aber schau mal, die Leute sind hier schon im Wasser. Also wäre für mich also absolut bestimmt noch nichts. Ich stelle mir das noch richtig kalt vor. Keine Wassertemperatur für mich. Vorsicht. Nee. So, wir haben jetzt eine schöne Radtour gemacht um den Altmühlsee. Altmühlsee. Vom Fränkischen Seenland ist das. Ja. Da sind wir hergefahren nach... Nach der Walhalla. Ja, genau. Die Ossi hat es an die Altmühl gezogen, da haben wir aber kein Plätzchen gefunden. Dann sind wir halt kurz entschlossen hier in das Fränkische Seenland gefahren. Mhm. Und jetzt sind wir noch um den See rum und jetzt haben wir Hunger. Ja, und was isst man, wenn man in Bayern ist? Natürlich Leberkäse. Ja, das sagt die Ossi, ja, weil wir sind nämlich gar nicht in Bayern, wir sind in Franken. Und Franken liegt in Bayern, aber ist fränkisch. Und in Franken isst man fränkische Bratwürste. Aber in Franke isst man auch Leberkäse. Ja, weil wir nämlich jetzt Leberkäse haben und deshalb essen wir jetzt Leberkäse. Wenn die Ursi das sagt, dann machen wir das. Wir kommen ja schließlich aus der Oberpfalz. Also, und danach fahren wir wieder weiter, gell? Da packen wir alles zusammen und fahren weiter. Und deshalb verabschieden wir uns jetzt einfach von euch hier. Ich wollte nur ganz kurz was sagen zu den Plätzen hier. Wir stehen jetzt hier an einem relativ großen Platz, direkt am Surfzentrum. Ein paar Kilometer weiter ist dann noch ein kleinerer Platz. Und der ist ziemlich campingplatzähnlich. Und nicht unser Ding hier. Wir sind halt jetzt hergefahren, weil wir nicht lang suchen wollten. Aber es gibt auch ruhige Stellplätze, wo dann eigentlich weniger Camping ist, sondern mehr Stellplatz, wo man aber auch die Liegestühle rausstellen kann. Also macht euch kundig. Wir waren jetzt da ganz gut gestanden. Wir sind ja gut gestanden, war ganz ruhig alles. Wir bleiben jetzt dann heute Nacht und dann fahren also, wir weiter. Also spricht nichts dagegen, kann ja... Und ist halt nicht ganz unser Metier. Ja, ansonsten ist unser Pfingstwochenende jetzt zu Ende. Wir fahren noch ein bisschen weiter weg, vielleicht melden wir uns nochmal. Aber den Film zeigen wir jetzt erstmal. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer, was... Daumen nach oben. Ah, genau, war noch was. Und Abo nicht vergessen, ja. Ja, aber uns auch anschauen, wenn er uns schon abonniert. Genau, wenn er auf uns klickt, dann bleibt dabei. Ja. Also und sonst machen wir jetzt einfach, oder? Schluss. Und wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Redest. Ja, und? Ich sage jetzt einfach, tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss. Tschüss.